Willkommen zu einer weiteren Folge Spray Pflanzen gegen Zombies. Immer noch bei Versuch Nummer 6 oder so. 5 oder 6. Ich bin mir gerade nicht ganz genau sicher, welcher Versuch das ist. Auf jeden Fall machen wir weiter da, wo wir bisher aufgehört haben. Was haben wir? Pogo-Stick-Zombies. Die blöden Dinger. Aber erstmal natürlich eure Lieblingspflanzen wieder dabei haben. So, diese waren das. Und, nein, die nicht, sondern die. Dann hätte ich gern die dabei. Und das hätte ich gern dabei. Jetzt haben wir natürlich keine Hochwalnüsse dabei. Ist natürlich auch blöd. Aber generell sind Magnetpilze ja gut. Für die Zukunft. Jetzt Cornerwood. Ach Gott. Ja, ja, wir machen das doch. Ach, es wird sowas von schon schief gehen. Oh, ich konnte eben eine MG abseitig setzen können. Die muss ich unbedingt auf jeden Fall ins Wasser setzen. Und ich sollte hier die netten, aber hilfreichen denken. Ja, man muss schon denken. Pflanzen verbessern. Die Duplinatoren, wollte ich sagen. Sollte ich verbessern und zu MG-Erbsen ausbauen. Soweit ich das kann. Also sobald ich das kann, sollte ich wohl eher sagen. Ich tausche gerade mal, seid mir nicht böse, hier das aus. Ich habe gesehen, dass ich eben eine Maiskanone bauen konnte. Und die will ich auch bauen. Nur muss ich dafür entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Damit keiner durchkommt. Das seht ihr sicher ein. Und deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob ich die so ein wenig nach hinten versetze, die Maiskanone. Ach, scheiße. Das war blöd. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir gedacht habe. Egal. Zombies im Wasser kriegen wenigstens schön Saures. Aber ich habe ein Riesendefizit dadurch, dass ich 2 Sternefrüchte weniger habe. Blöd, dass ich den einen selber zu verschulden habe. So, und jetzt bauen wir die erste Maiskanone. Die lädt halt immer sehr langsam auf. Das kann ein Vorteil sein, muss aber nicht. In dem Fall ist es kein Vorteil. Ich bin gerade am Grübeln, ob es klug ist, die ganzen Maiskanonen auf nur eine Seite zu setzen. Und entscheide mich wahrscheinlich dagegen. Aber da oben habe ich halt schon die Doppelsonnenblume. Naja, wir können auch nur mit einer Maiskanone fahren. Hat ja nie jemand gesagt, dass ich mehrere bauen soll. So, da benutze ich die auch gerade mal, damit es sich wieder aufladen kann. Und ich da drüben ein wenig Entlastung habe. Entlastung ist immer gut. Dann kann man nämlich Neues bauen. So, im Wasser hätte ich gern auch eine bessere Verteidigung. Ah, das ist jetzt blöd. Der Arsch will mir da hinten alles kaputt machen. Und ich habe vergessen, da hinten entsprechend etwas zu bauen. Sollte ich das noch hinbauen, das schützt wenigstens meine anderen Sonnenblumen ein wenig. Ich
Hey, was? Waren da schon zwei Wellen? Ach, jetzt wollte ich das blöde Ding... Na toll. Ja, ich mach das gerade mal so. Die kommen, das heißt, wir müssen die... Also eure Pflanzen erstmal wieder reinnehmen. Das waren jetzt... Toll, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich hatte aber den Zettel hier noch, wo es dabei steht. Ja, Mais. Mais, Maiskanone. So, jetzt habe ich es wieder. Und diese da. Und was sollte ich jetzt noch bauen? Bin gerade wirklich am Überlegen, was noch sinnvoll ist. Magnetpilze kann ich so schon mal nicht bauen. Aber ich habe ja einen Magnetpilz. Naja, einen. Ich baue die da. Was soll's. Wird schon schief gehen. Nein, wird's nicht. Mann, jetzt habe ich das eben extra abgerissen, nur um es wieder neu zu bauen. Da greift man sich doch an den Kopf. Oh, bauen wir doch eine Sonnenblume. Wir verbessern da drüben mal ein wenig die Verteidigung durch Erbsen. Ein klein wenig. Außerdem setzen wir ein paar Stachelkräuter, weil die müssen sich auch aufladen. Hey Leute, nicht so aggressiv, ja? Nagt doch bitte am Hungertuch und nicht an meinen Hochwallnüssen. Sind wirklich ziemlich aufwendig hier, die Zombies. So, ihr seid mir gerade zu nervig. Jetzt geht's für eine kühle Abkühlung mit einem Maiskolben. Ein Maiskolben kühl. Das klingt auch wieder falsch. Ach, euch kann man es auch nicht recht machen, ihr blöden Zombies. Oh, da unten liegen ja alles noch Sonnen rum. Und ich verschlafe es. So, jetzt bauen wir hier in der letzten Reihe auch noch. Fehlenden. So. So. Na, ich sehe meine Maus nicht mehr. Ach da. Ah, die Sonne muss ich auch sammeln. Ich brauche Sonne, ich brauche Sonne. Boah. Jetzt ist gerade richtig heftig. Und zwar ein zweites Paar Augen nicht schlecht. Wie gesagt, die mir sagen würde, an welcher Stelle ich jetzt aufpassen soll. Ach. Muss ich mal ein wenig entlasten. So, sehr gut. Soweit so gut, soweit so schlecht. Du Arsch, fand ich einfach über meine Sachen drüber. Ich muss mehr Stachelkräuter bauen. Da brauche ich eins. Und ganz unten brauche ich noch eins. Aber ich scheine schon mal länger zu überleben als... Bisher. Bisher zumindest. So. Da tauschen wir auch nochmal die nächsten Erbsen aus. Jetzt würde ich gerne mal wieder eine Doppelsonnenblume bauen können, aber das ist wahrscheinlich nicht so schnell wieder der Fall. Puh. Wir wechseln gerade noch schnell die eine Buchwalnuss aus. Sind wir mal gut dabei. 8 Flaggen, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Football und Leiterzombies, wir brauchen definitiv. Aber sowas von auf jeden Fall
Magnetpilze. Auf jeden Fall. Wir haben ein Cornerpult dabei. Und Sonnenblumen. Oh, ich hoffe, das geht nicht in die Hose. Ich hoffe, das schaffe ich so. Ich will halt auf keinen Fall eure Pflanzen weglassen, sonst muss ich mir sowas anhören wie: Ja, du hast ja nur verloren, weil du nicht unsere Pflanzen hattest. Völlig zu Recht natürlich dann. Ach komm, Kinder, nicht so kopflos hier rum, ey. So, wir bewegen uns gerade auf Welle 9 zu. Das macht einen ganz guten Eindruck. So, hier wechseln wir gerade noch mal schnell die eine Hochwandnuss aus. Die kann noch ein bisschen Power vertragen. Wir versuchen jetzt ganz dreist einfach hier noch welche von den Zunderhölzern hinzubauen. So. Da kommen nämlich auch schon die ersten von unseren Lieblingsfreunden an. Die müssen wir auf jeden Fall ein wenig abbremsen, indem wir denen ihre Helme klauen. Da hatten wir ja das letzte Mal das Defizit gehabt, dass wir die Helme nicht schnell genug von denen wegbekommen haben. Oh, da liegt ganz schön was an Münzen und an Sonnen rum. Wir sollten vielleicht... Naja, wir warten bis zur ersten Welle. Dann hauen wir hier noch was weg. Na, das habe ich gar nicht mehr genug Sonnen einstecken. Ich muss nämlich da auch meine Hochwandnuss ausbessern. Und ich hoffe, ich habe richtig gehandelt mit der Entscheidung, so viele Magnetpilze hinzusetzen. Das heißt, es Geduld haben. Kann ja eigentlich nur besser werden. Und weg mit der Masse von Zombies. Sehr gut, wir bauen noch eine Doppelsonnenblume. Oh, was habe ich mir gedacht? Gerade jetzt, wenn ich dann das gemacht habe, seht da so ein Unsinn. Jetzt ärgert mich nicht, liebe Zombies. Seid liebe Zombies, seid ganz liebe Zombies. Oh, okay, ich kann die Kanonen sich aufladen. Wenn jetzt noch der Ding jetzt hier aufgeladen wäre, wäre es noch besser. Oh nein, nicht da unten durch, nicht da unten durch. Ich sagte nicht da unten durch. Ich will es überleben. Ich will es überleben. Ich will weiter hinaus. So weit, wie ich noch nie hinaus war. Oh nein, zu weit nach hinten geschossen. Das war ja blöd. Und oben rennen sie schon wieder drüber. Aber ich lebe noch, ne? Das muss man auch mal hier erwähnen. Stoppen wir hier mal wieder ein paar Zombies hinten dran, damit die nicht alle durchrennen. Oben wollen sie auch durchrennen. Puh, welch ein Glück. Oben haben sie es nicht geschafft. Ach, Käse, ich brauche ein paar mehr Sonnen. Ich warte, bis die noch näher bei mir sind. Und dann bolze ich sie weg. Ich bolze sie da oben weg, okay. Ich wollte eigentlich die hier unten etwas weghauen, aber die da oben sahen mir dann doch zu gefährlich aus. Ach komm, jetzt nicht da durch. Mist. Wir haben auch nicht mal allzu viele Sonnen übrig, aber wir werden dieses Level überleben. Und wenn wir es auch ganz, ganz hau... super knapp nur schaffen, wir schaffen es auf jeden Fall.
Komm, wir schießen mit 6 Erbsen drauf. Muss doch wenigstens irgendwas bringen. Huh. Naja, wir haben die 10. Flagge geschafft bis jetzt. Und ob wir es noch weiter schaffen, das sehen wir in der nächsten Folge. Und ein Giga-Gargantua. Habe ich den schon mal gesehen? Der hat rote Augen. Doch, den habe ich schon mal gesehen. Aber ich weiß nicht, ob ich den mit euch zusammen schon mal gesehen habt. Okay, den sehen wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.